Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen jetzt hier in Lübeck Hauptbahnhof. Ihr erinnert euch, ja, im letzten Video sind wir ja von Puttgarden aus der Fähre bis hierher nach Lübeck Hauptbahnhof gefahren. Und ja, nun werden wir unsere Fahrt nonstop nach Hamburg Hauptbahnhof fortsetzen. Und ja, ich lese einfach mal vor. Guten Abend, Lokführer. Sie sind in Lübeck Hauptbahnhof angekommen und fahren in diesem zweiten Teil mit dem ICE 32 weiter nach Hamburg Hauptbahnhof. Auf der Strecke sind zurzeit keine Störungen gemeldet. Öffnen Sie nun die Türen und lassen Sie Ihre Fahrgäste einsteigen. Ihre Abfahrt in Lübeck ist um 19:39 Uhr. Haben Sie weiterhin eine angenehme Fahrt. Ja, und damit werde ich das Ganze mal starten. Und wie gesagt, die Türen öffnen. Und hier unseren Zug mal ein wenig aufrüsten. Wobei. So, Licht. Dann werden wir die AFB noch ein wenig AFB. AFB. hochfahren. So, das dürfte. Ja, das sollte passen. So, und wenn wir uns hier mal ein wenig in Lübeck umschauen. Ah, da vorne steht noch eine schöne 218. Abgestellt. Auf dem Abstellgleis und wartet auf ihren Einsatz. Ach, es ist eine Regionalbahn. Regionalbahn 81. Ah, so. Mein Weg, der Nahverkehr in Schleswig-Holstein. So, wir werden uns aber mal wieder langsam zu unserem Zug begeben. Denn wir haben Ausfahrt. Auf geht's nach Hamburg, nonstop, wie gesagt. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen im Intercity Express. Wir begrüßen alle in Lübeck Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im ICE 32 auf der Fahrt von Kopenhagen nach Hamburg Hauptbahnhof und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Den Wagen der ersten Klasse mit der Ordnungsnummer 28 finden Sie am Ende des Zuges. Falls Sie Hunger oder Durst haben, finden Sie unser Bordbistro im Wagen 7. 20. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gern an das Begleitpersonal wenden. Wir stehen Ihnen dafür gern zur Verfügung. Der nächste planmäßige Halt ist um voraussichtlich 20:16 Uhr Hamburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
Ja, und wie gehabt ist natürlich Felix der Weise mit uns an Bord als Zugchef. Und ja, ihr habt es gehört, wir fahren jetzt circa 35 Minuten bis Hamburg Hauptbahnhof nonstop. Ja. Ursprünglich kommt dieser Zug aus Kopenhagen und wir haben ihn ja in Puttgarden praktisch noch auf der Fähre stehend übernommen. Und im ersten Video haben wir den Zug dann von Puttgarden mit Halt in Oldenburg bis nach Lübeck Hauptbahnhof gefahren und werden ihn jetzt weiter nach Hamburg fahren. Den dritten Teil kenne ich selber noch nicht und ja. Da bin ich dann selber drauf gespannt, wie das da weitergeht. So, wir dürfen dann auch gleich beschleunigen auf 120. So, wenn wir mal ein wenig aufschalten. Ich hoffe ja, dass wir gleich noch über 200 fahren dürfen. Das wäre natürlich super. Vor allem bin ich gespannt, ob uns in diesem Szenario noch irgendwas erwarten wird, was Unerwartetes, was Unvorhergesehenes. Ihr wisst ja, ich mag sowas und ja, lassen wir uns einfach überraschen, was noch so passiert auf dem Weg nach Hamburg. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt nicht hier die ganze Zeit mit 120 fahren werden, weil das auf Dauer natürlich keinen Spaß macht, muss man ehrlich sagen. Also das mit der Lichthupe war jetzt natürlich doch ein wenig zu spät, würde ich sagen. Weil der gute Triebfahrzeugführer saß natürlich vorne im Steuerwagen und nicht hinten in der Lok.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein DTG-Fehler ist, aber die Lichthupe kam eindeutig zu spät, würde ich sagen. So, dann haben wir gleich unser erstes Etappenziel erreicht, Kilometer 14,2. Was das allerdings soll alles, weiß ich nicht, warum das so gemacht wird. Aber naja. Auf jeden Fall haben wir es erreicht. Als nächstes kommt dann Kilometer 21,4. In 6 Kilometer, ja gut, 7 Kilometer, dann das Berliner Tor und schließlich Hamburg. Aber ich hoffe inständig, dass wir doch gleich noch beschleunigen dürfen und nicht jetzt die ganzen knapp 50 Kilometer mit 120 entlang tuckern. Also das fände ich jetzt sehr, sehr schade. Ich habe mich übrigens belehren lassen. Ich habe, glaube ich, am Anfang des vorausgegangenen Videos gesagt, dass es ein ICE 3TD sei. Es heißt aber einfach nur ICE TD. Und das 3 lässt man einfach weg. Ja. Ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es und ja, es ist ein ICE TD. So, da kommen unsere Kilometer 21,4 in Reichweite.
Also ich hoffe, der dritte Teil wird wieder etwas anspruchsvoller, weil das hier ist doch ein wenig gähn, um ehrlich zu sein. Bis jetzt, man weiß natürlich nicht noch, was noch kommt. Ah, da kam uns ein schöner dänischer Zug entgegen. So, und jetzt sind es noch genau 40 Kilometer bis zum Berliner Tor. Welchen wir dann als nächstes durchfahren werden. Und bis Hamburg dann auch noch ungefähr dasselbe. Also vom Berliner Tor aus bis Hamburg ist dann praktisch ein Katzensprung. Und was sehe ich da? Wir dürfen doch tatsächlich auf 160 beschleunigen. Ja, Wahnsinn. Endlich, kann ich da nur sagen. Endlich. Also dieser Sieferknopf hat schon seine Berechtigung, weil ich kann mir vorstellen, wenn der Triebfahrzeugführer einschlafen würde auf so einer monotonen Strecke, wo man ja eigentlich mit LZB und AFB praktisch nichts zu tun hat, außer natürlich den Sieferknopf alle 30 Sekunden zu drücken und zu loszulassen. Ja, man würde doch, glaube ich, einschlafen, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man nicht gut geschlafen hat, hat dieser Sieferknopf schon seine Berechtigung und ist schon ganz gut, dass der da ist. Zur Sicherheit anderer und vor allem zur Sicherheit der Fahrgäste. Muss man ganz klar sagen. So, hier steht wieder ein kilometerlanger Güterzug. Ist das eine 218? Ist das eine 218? Es ist eine 218. Sogar zwei. Wunderschön. Wunderschön. Das sind einfach wunderbare Maschinen, muss man einfach sagen. So, und dann dürfen wir jetzt gleich endlich auf 160 beschleunigen. Ich hoffe ja immer noch auf die 200. Dass wir die auch noch knacken. Aber jetzt kommen erstmal 160. So. Da hört man die PS arbeiten. Den Turbodiesel hört man wunderschön wirken.
DB Fernverkehr AG. Wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel, wie aus dem Bilderbuch, muss man ganz ehrlich sagen. Keine einzige Wolke am Himmel. Und da kommt uns eine 146 entgegen, mitsamt Dostus. Und jetzt passte das auch mit der Lichthupe. Na, ich glaube, das ist so, der macht das nur bei der Lok und nicht bei dem Steuerwagen. Das heißt, wenn die Züge einem Steuerwagen voraus entgegenkommen, dann ergibt es die Lichthupe erst am Ende bei der Lok. Warum, weiß ich nicht, ist aber nun mal leider so. Und da werden wir schon wieder ausgebremst auf 100. Aber dann ist das nun mal so. Park der Heide kommt uns da entgegen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier ein wenig abbremsen. Wer von euch ist denn schon mit einem Diesel-ICE gefahren? Gerne in die Kommentare damit. Ich persönlich noch nicht. Wer da Erfahrung hat, gerne kommentieren. Gerne eure Geschichte erzählen. So, und dann dürfen wir auch wieder aufschalten. Und dann sind es noch gut 25 Kilometer bis zum Berliner Tor.
Und wir werden abermals eingebremst auf 120. So, jetzt kommt ein wenig Arbeit auf uns zu. 120, dann 60 und dann irgendwas Undefinierbares. So, jetzt haben wir's. Was das jetzt für ein Geräusch war, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr das und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Wir werden wieder auf 160 beschleunigen. Ich glaube, meine 200 werden heute nicht mehr kommen. Schade, schade. Aber macht mal nichts.
Da kommt Hamburg. Ich würde mal sagen Rahlstedt. Wunderbar. Das heißt, wir werden gleich in den Hamburger Raum einfahren. Das ist der Zielbahnhof auch nicht mehr weit weg. So, jetzt sind es noch 10 Kilometer bis zum Berliner Tor und ich würde sagen 12 Kilometer bis Hamburg. So, da kommt schon die erste Geschwindigkeitsbeschränkung von 120. Als nächstes ist dann Hamburg-Wandsbek auf Gleis 1 und danach müsste dann eigentlich dann auch schon das Berliner Tor kommen. Also die Strecke ist heute sehr, sehr Regional-Express-lastig. Also ich habe noch keinen Fernverkehrszug gesehen oder Regionalbahn oder Güterzug. Bisher kam uns nur Regionalzüge entgegen. Ja, okay, einen Güterzug haben wir stehen gesehen. Mit Doppelbespannung von 218. Das stimmt, aber sonst ist das doch sehr regional-express-lastig, wenn ich das mal so sagen darf.
Da steht eine schöne, schöne Diesellok. Wunderschön, wunderschön. So, als nächstes 60 und dann sind es jetzt noch 1,40 Kilometer bis zum Berliner Tor. Leider leckt es jetzt im Bahnhof schnell wieder ordentlich. Das ist ja ein wenig semi-gut. So ist das schon besser. Bleiben wir mal ein wenig draußen. Ist auch mal ganz schön. Sehen wir uns hier draußen die Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof an. Und jetzt gleich wird der Felix wieder das Gespräch übernehmen, beziehungsweise das Mikrofon übernehmen. Und zwar in 5, 4, 3, 2, 1. Bitte!
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten werden wir unseren Zielbahnhof Hamburg Hauptbahnhof erreichen, voraussichtlich am Gleis 5. Unsere Zugfahrt endet in Hamburg Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste, dort auszusteigen. In Hamburg Hauptbahnhof erreichen Sie folgende Anschlusszüge: einen RE1 nach Rostock Hauptbahnhof über Schwerin, Abfahrt 20.21 Uhr am Gleis 7. Den RE70 nach Kiel Hauptbahnhof über Neumünster, Abfahrt 20.22 Uhr am Gleis 7. Den Nachtzug nach Innsbruck mit Zugteil nach Wien Hauptbahnhof, Abfahrt 20.29 Uhr am Gleis 14. Den ICE 1094 nach Kiel Hauptbahnhof, 20.33 Uhr am Gleis 11. Die RB31 nach Lüneburg über Hamburg-Harburg, Abfahrt 20.33 Uhr am Gleis 13. Den ICE 609 nach Berlin-Südkreuz über Berlin-Hauptbahnhof, Abfahrt 20.34 Uhr am Gleis 5 am Gleisbahnsteig, sowie die RB41 nach Bremen-Hauptbahnhof, Abfahrt 20.37 Uhr am Gleis 13, und den ICE 919 nach Köln-Hauptbahnhof über Bremen-Osnabrück-Münster, Abfahrt 20.46 Uhr am Gleis 14. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten uns von Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen für die Reise mit dem Intercity Express und würden uns freuen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Diese Zugfahrt endet in Hamburg Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vergewissern Sie sich vorher, dass Sie hier im Zug keine persönlichen Gegenstände zurücklassen. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt zu den Anschlüssen und zu dem, was jetzt passiert. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass es mir wie immer eine Freude war, euch dieses Szenario zu präsentieren. Ich werde jetzt hier noch versuchen, einigermaßen ordentlich am Bahnsteig stehen zu bleiben. Und diesmal ein wenig auf die Bremse hauen, weil da das rote Signal kommt und ich da ungern drüber fahren möchte. So, ich denke, das sollte auch reichen, um die Türen zu öffnen. Nein, das reicht nicht. Das ist doch wieder... Es ist ein... Oder bin ich einfach noch zu früh? Was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, dass das daran liegt. Es ist zum... Es ist echt traurig. Jetzt geht es. Man muss den richtigen Punkt finden. So sieht's aus. Naja, da wir das geschafft haben, ja, würde ich sagen, wir steigen hier mal aus. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal den Motor aus. Das geht mir tierisch auf die...
So, jetzt ist doch schon, haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe hier. So, es war mir wie immer eine Freude, euch dieses Szenario zu präsentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Für alle die neu auf meinem Kanal sind, Abo und Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren ist ganz wichtig, damit ihr immer alle Neuigkeiten von mir erhaltet. Und ja, ich wünsche euch nun noch einen schönen Restsonntag. Habt einen schönen sonnigen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt mir treu. Und ja, was soll ich noch sagen? Bis zur nächsten Woche zu Teil 3. Mal schauen, wie der wird. Und ja, ich sag ciao, servus und tschüss. Euer der Danny spielt das. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.